Im heutigen Video zeige ich dir, wie du den Polizisten Barry aus Roblox in Minecraft craften kannst. Dafür müssen wir in Barrys sicheres Gefängnis einbrechen und das geheime Crafting-Rezept finden. Freunde, ich bin hier gerade daheim und sortiere ein bisschen meine Kisten und... Wartet mal, hört ihr das? Ist das die Polizei da draußen? Officer! Freunde, wir gehen mal ganz kurz runter. Ich habe doch hier gerade so Polizeisirenen gehört. Hallo? Ist da jemand Polizei? Ist hier jemand? Nö, scheinbar nicht. Oh, wartet mal, Freunde. Was ist das denn? Das ist doch Barry aus Barry's Prison von Roblox. Moment mal, Freunde, hier steht's. Craften Angebot Barry. Freunde, ich glaube, im heutigen Video können wir Barry aus Barry's Prison von Roblox in Minecraft craften. Wollen wir das machen? Das ist anscheinend ein exklusives Angebot und das kann nicht jeder machen, Freunde. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Und wenn du übrigens Barry kennst, Barry den Goat aus Roblox, dann lass mal einen Like da in 3 Sekunden. 1, 2, 3, jetzt! Wow, den kennen ja echt viele, also es spielt echt viel Roblox. Ich würde sagen, Freunde, wir machen dieses Abenteuer. Ich zeige dir heute, wie du Barry aus Roblox craftest und damit müssen wir zu einem bestimmten Ort gehen, Freunde. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir müssen einmal hier durch die Stadt laufen, aber wenn wir hier links weiterlaufen, am McDonald's vorbei, Moment mal, Freunde, einmal kurz hier vorbei. Ihr seht, Freunde, befindet sich hier ein Gefängnis von Barry. Und ich glaube, Freunde, wir müssen da reingehen, um den irgendwie zu craften. Schaut euch das mal an, Freunde. Das ist das Barry-Gefängnis in Minecraft. Und dort müssen wir irgendwie rein. Aber ihr seht, hier sind überall Polizisten, Freunde. Wie sollen wir da denn reinkommen? Hier sind auch Überwachungskameras. Aber darin befindet sich das Crafting-Rezept. Guckt euch das mal an, Freunde. Hier sind überall solche Polizisten. Ich glaube, Freunde, wir müssen erstmal in dieses Gefängnis hier einbrechen. Ey, Zombie, verschwinde. Okay, Freunde, also ihr seht, wir müssen die Polizisten erledigen und danach in das Gefängnis einbrechen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zu mir nach Hause und öffnen ein paar Kisten. Denn dort habe ich ein bisschen Equipment, was wir benötigen könnten, Freunde. Denn sonst werden wir da einfach nicht reinkommen ins Gefängnis. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zu mir. So, Freunde, und wenn wir bei mir sind, gehen wir mal einmal ganz kurz in meinen geheimen Waffenkeller. Das heißt, wir schauen, dass uns keiner hier sieht. Okay, hier scheint keiner zu sein, Freunde. Gehen wir mal runter in meinen geheimen Waffenkeller. So, und jetzt schaut euch das mal an, Freunde. Wir haben hier richtig coole Waffen. Wir haben hier ein paar Waffen, richtige. Dann haben wir Schwerter und so weiter. Und auch eine richtig coole Rüstung. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal ganz kurz diese Rüstung hier an, Freunde. Let's go. Damit sieht es schon richtig gefährlich aus. Und dann brauchen wir auch noch ein paar von diesen Waffen, Freunde. Ich würde sagen, wir entscheiden uns heute mal für eins von diesen beiden Schwertern. Und nehmen uns natürlich hier noch so ein paar Gewehre mit. Freunde, so eine Bazooka oder eine Minigun und einen Granatenwerfer, Freunde, let's go. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall ins Gefängnis einbrechen. Und hier haben wir noch ein bisschen TNT und ein wenig Werkzeug. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ganz schnell nach oben, Freunde. So, komm schon, Synthi. Und mit diesem Schwert hier können wir uns auch teleportieren. Guckt euch das mal an, Freunde. Das heißt, wir sind ganz schnell wieder da. So, und dann werden wir als erstes, würde ich sagen, die Polizisten beseitigen. Und danach schauen wir uns mal an, Freunde, wie wir in das Gefängnis kommen von Barry. So, ich warte auch noch nie drin, Freunde. Da kam noch nie ein Bewohner der Stadt rein. Aber heute schreiben wir Geschichte, Freunde. Aber als erstes müssen wir die Polizisten beseitigen. So, dann müssen wir einmal hier am König vorbei. So, und Freunde, dort hinten ist das Gefängnis. Ihr erkennt ja, hier ist auch Barry auf diesem Gefängnis drauf. Und ich würde sagen, als erstes müssen wir diese Polizisten besiegen, Freunde. Aber mit welchem fangen wir an? Mit denen hier oben oder da unten? Ich würde sagen, wir holen uns mal die Waffe und schießen mal den hier ab. Ey, Polizist, das ist ein Überfall. Verschwinde. Kommt schon, Freunde, let's go. Let's go, den holen wir uns. Komm schon, ja. Den ersten haben wir erledigt, Freunde. Kommt schon. Und jetzt direkt den nächsten hier. Ey, verschwinde. Das hier ist ein Überfall. Was willst du? Hier, boom, Freunde. Bam, 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 bam. Let's go, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, nur noch die da oben. Das heißt, einmal hier runterschießen mit diesen Erdblöcken. So, kommt schon. Ja, Freunde, die holen wir uns. Kommt schon, ihr Polizisten, wir wollen hier rein ins Gefängnis. Boom, boom. Kommt schon, Freunde, noch ein paar Schüsse. Jawohl, den haben wir. Und jetzt fehlt nur noch der hier. Dann haben wir alle Polizisten beseitigt, Freunde. Kommt schon, ja, der ist runtergefallen. Und jetzt schnappen wir uns den. Boom. Okay, Freunde, wir müssen uns beeilen. Wir haben auf jeden Fall den ersten Polizisten getötet. Aber das Problem ist, hier sind überall Kameras. Das heißt, wir wurden die ganze Zeit dabei beobachtet. Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir platzieren jetzt hier ganz viel TNT, Freunde. Kommt schon, schnell, schnell.
schnell, schnell, Sönti. Jetzt hier den Schalter platzieren und jetzt aufspringen. Hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das, Freunde. Das Gefängnis muss aufgesprengt werden. Kommt schon und... Oh, Freunde, ich habe den Redstone falsch platziert. So, jetzt. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wir brauchen eine Explosion, Freunde. Kommt schon, let's go. Das hat geklappt. Das heißt, die Tore sind offen. Jetzt müssen wir uns beeilen, Freunde. Jetzt müssen wir uns beeilen. Schnell hier Blöcke wieder hoch. So, und hier müssen wir auch noch einmal TNT platzieren. Also, Freunde, zack. Und los geht's. Komm schon, Freunde, wir sind gleich im Gefängnis eingebrochen. Und darin befindet sich gleich das Crafting-Rezept. Let's go. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Das heißt, einmal hier durchgehen. Wir sind im Gefängnis, Freunde. Und ihr seht's, hier ist eine Spur. Hier befindet sich überall Redstone, beziehungsweise soll das Blut darstellen. Wartet mal, ich würde sagen, wir folgen mal der Blutspur, Freunde. Und guck mal, die Blutspur geht hier weiter links rein. Ich glaube, das ist eine Art Hinweis, wo wir lang gehen müssen, Freunde. Guckt es euch mal an und das führt zu diesem abgeschlossenen Raum, Freunde. Ich glaube, in diesem Raum wird sich das geheime Crafting-Rezept für Barry befinden. Aber hier ist ein Schloss, Freunde. Können wir das aufschießen? Nee, Freunde, das geht nicht. Vielleicht mit der Waffe hier? Okay, Freunde, das klappt auch nicht. Das heißt, wir müssen uns was überlegen, Freunde. Ich habe eine Idee, wie dieses Schloss aufgehen könnte. Und zwar musst du dafür den Kanal noch kostenlos abonnieren. Und dann geht dieses Türchen, glaube ich, auf. Also, wenn du auf 3 den Kanal abonnierst, können wir dieses Schloss öffnen und weiter Barry craften. Also, 3... 2, 1, jetzt einmal bitte, bitte abonnieren. Wow, Freunde, ihr seht, das Türchen ist aufgegangen, beziehungsweise das Schloss, aber aufbekommen wir die Tür trotzdem noch nicht. Oh, doch, Freunde, das war anscheinend ein geheimer Schalter hier und da ist auf jeden Fall das Schloss, Freunde. Und jetzt sind wir hier in einer Geheimzelle und schaut mal, was hier steht. Geheimes Crafting-Rezept für Barry, Freunde. Das hier ist das Crafting-Rezept, um Barry in Minecraft zu craften. Und wir müssen es eben hier reinfinden. Wir brauchen auf jeden Fall eine Polizeirüstung. Wir brauchen so einen Schlagstock. Wir brauchen Burger, Freunde. Ist doch klar, dass Barry Burger braucht, Freunde. Der ist ja so dick. Deswegen braucht er auf jeden Fall Burger. Und dann diese Polizeirüstung und diese blauen und roten Wollknöpfe. Das heißt, Freunde, wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, hier diese Rüstung zu bekommen und den Schlagstock, Freunde. Also, die Tür ist auf jeden Fall offen und wir schauen uns erstmal, wo wir die ganzen Sachen herbekommen, Freunde. Let's go! Jetzt kann das Abenteuer erst richtig losgehen, Freunde. Aber wo könnte denn die Rüstung sein, Freunde? Hallo? Ist ja jemand in diesem Gefängnis? Freunde, hier draußen vielleicht? Wir schauen mal. Wir machen uns mal ganz kurz hier die Tür auf mit dieser Bazooka. Let's go, Freunde. Und hier ist auf jeden Fall nur der... Was ist das denn? So ein Basketballplatz? Ja, Freunde, ich würde sagen, ich suche jetzt mal ein bisschen weiter, bis ich ein paar Hinweise finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Schaut mal, Freunde. Es ist mittlerweile schon Nacht geworden. Aber ich kann euch was sagen. Ich habe nämlich was entdeckt. Also glaube ich zumindest. Auch wenn ich jetzt schon Nacht ist. Ich bin wirklich den ganzen Tag jetzt hier drin rumgelaufen. Aber ich glaube, ich habe was gefunden. Kommt mal mit. Also, wir müssen hier entlang gehen und hier befindet sich irgendwie komischerweise so Steine. Die befinden sich nirgends. Ich glaube, das muss doch etwas damit zu tun haben, oder? Also, ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Man kann die jetzt nicht abbauen oder sowas, aber irgendwas hat es doch damit auf sich, weil das ist nirgends wo mehr. Schaut mal, Freunde. Das sind geheime Falltüren. Guckt euch das an. Die kann man hier wirklich so rausschlagen. Deswegen war das so. Das sieht man gar nicht. Ich glaube, dass wir definitiv was damit auf sich haben. Sollen wir da mal reingehen? Das wird schon richtig sein. Das heißt, wir öffnen mal ganz kurz diese Falltüren. Und hier ist auch eine Kiste. Wir machen ganz schnell wieder zu, dass das hier keiner sieht, dass wir hier sind, Freunde. Und wir holen uns mal in der Kiste hier so eine Fackel raus. Hier sind auch noch Äpfel. Also die kann ich gebrauchen. Und wir schauen mal, was hier ist. Hallo? Ist hier jemand? Barry, bist du hier? Freunde, vielleicht sollten wir doch eher leise sein. Keine Ahnung. Hallo? Ist hier jemand? Freunde, was ist das denn? Hallo, das ist irgendein geheimer Schacht oder sowas. Haben wir noch Werkzeug dabei? Ja, wir haben hier noch eine Schaufel, aber hier kommt, glaube ich, wirklich nichts. Das heißt, wir müssen hier unten weitergehen. Und schaut mal, Freunde, hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Komm schon, Sönti, die Tür geht nicht auf, Freunde. Wir müssen doch da irgendwie reinkommen. Das kann es doch nicht sein. Moment mal, komm schon, geh doch jetzt auf. Vielleicht hat dieser... Oh, Freunde, guck mal. Das ist kein gewöhnlicher Schalter, beziehungsweise keine gewöhnliche Fackel. Das ist nämlich ein Schalter. Damit können wir die Tür öffnen und... Freunde, Moment mal, wir gehen mal kurz hier durch und...
Hier ist eine Kiste, Freunde, mit Lasern. Das ist ja voll gefährlich. Und wir müssen dafür ein Jump'n'Run machen. Okay, Freunde, egal, das machen wir. Wir nehmen mal ganz kurz hier Anlauf und springen hier. Dieser Schalter nervt ein bisschen, Freunde. Und springen hier rüber. Okay, den ersten Sprung haben wir geschafft, Freunde. Dann geht's jetzt hier weiter zum nächsten. Und dann müssen wir hier. Und dann ist hier eine Kiste, Freunde. Aber da sind überall Laser. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das heißt, hier geht's weiter. Hier einmal und nur noch den Sprung und danach haben wir es so gut wie geschafft, Freunde. Okay, let's go, Freunde. Das war schon mal richtig gut, aber ihr seht, hier sind überall Laser. Moment mal, Freunde, wie kommen wir da denn jetzt am besten hin, dass uns die Laser nicht irgendwie Schaden machen? Vielleicht kommen wir an die Kiste ran irgendwie? Nee, Freunde, wir kommen nicht an die Kiste ran. Was können wir denn jetzt machen? Wie wäre es, wenn wir uns so von hinten runtergraben? Wir platzieren mal hier noch so eine Fackel, dass wir ein bisschen mehr sehen. Ja, Freunde, also, wir bauen mal hier mit der Spitzhacke alles ab. Kommt schon, jetzt müssen wir doch rankommen an die Kiste. Und ja, Freunde, ihr seht, hier ist auf jeden Fall die Rüstung, die wir brauchen für Barry und diesen Schlagstock. Let's go, Freunde, wir haben ein richtig wichtiges Teil gefunden und das bringen wir jetzt direkt wieder zurück, würde ich sagen. Das heißt, einmal hier zurück und jetzt geht es wieder hier entlang und dann wieder hier entlang und hier. Jetzt müssen wir hier hinten befinden sich Leitern, das dürfen wir jetzt nicht verhauen, Freunde. Let's go und zack. Das war gerade richtig knapp, Freunde. Und hier entlang. Okay, schnell die Türe wieder abschließen, dass keiner merkt, dass wir jemals hier waren. Das platzieren wir jetzt wieder mit dem Stein hier zu. Kommt schon, Freunde. Und jetzt schnell nach oben, Freunde. Jetzt schnell nach oben. Es darf keiner merken, dass wir hier waren. Dafür machen wir den Grasblock hier hin. Kommt schon. Ich komme nicht hoch, Freunde. So, komm, noch einen brauchen wir. So, und jetzt schnell wieder diese Fallen hier zumachen, Freunde. Let's go! Wir haben richtig viele Sachen gefunden, um Barry zu craften, Freunde. Geil! Das war richtig wichtig, Alter. So, die nehmen wir uns mal ganz kurz ins Inventar und platzieren wir jetzt ins Crafting-Blattfeld. Das heißt, einmal hier rein und gucken. Also hier müssen die Schuhe rein, okay. In die Mitte kommt der Brustpanzer. Und dann kommt hier in den obersten Bereich kommt dieser Helm. Den haben wir doch auch noch hier, Freunde. Let's go. Und diesen Schlagstock benutzen wir auch. Und der kommt ganz rechts rein. Das heißt, so, das ist schon mal alles komplett, Freunde. Uns fehlen nur noch vier Sachen. Nee, drei Sachen. Eins, zwei, drei. Zum einen dieser Burger, Freunde, weil er ja so ein Dicky ist. Und danach noch die Wolle. Einmal die rote Wolle und einmal die blaue Wolle, Freunde. Ich würde sagen, ich mache mich mal wieder auf den Weg. Es ist jetzt auch draußen schon wieder Tag geworden. Ihr seht, wir waren echt richtig lange unterwegs. Okay, komm, einmal kurz die Gitter hier wegmachen, Freunde. Och, Freunde. So, und dann schauen wir direkt mal, Freunde, wo sich die restlichen Sachen befinden. Also, wir sehen uns gleich wieder. Freunde, ich habe mir nun einen Plan überlegt. Und zwar, das möchte ich euch mal kurz zeigen, schaue ich einfach mal in den weiteren Zellen von den Insassen, also von den Gefängnisleuten, von den Menschen, die im Gefängnis sind, ob die irgendwie in ihrem Inventar, in ihren Kisten so Sachen wie Burger oder diese Blöcke versteckt haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Freunde, um Barry zu holen. So, das heißt, wir probieren das mal hier irgendwie. Vielleicht kommen wir hier ja rein. Okay, Freunde, wir müssen uns immer noch beeilen und leise sein, denn ihr wisst ja, wir befinden uns hier in einem Gefängnis. Das heißt, wir sind hier gar nicht erlaubt. So, einmal schnell die Kisten durchsuchen. So, ist hier irgendwas? Was hat der denn? Der hat ein Ohredetektor. Was ist denn ein Ohredetektor? Kann der damit Ohren sehen oder sowas? Keine Ahnung. Das brauchen wir nicht. Hier hat der nichts drin. Jetzt müssen wir ganz schnell wieder zumachen, Freunde. So, perfekt. Da war ich nicht drin. Wir gehen mal in die Zelle. Was ist hier? Hat der irgendwelche praktischen Sachen? Der hat auch ein Ohrdetektor. Ach, Freunde, das war die gleiche Zelle, ich tollpatsch. Oh, schnell raus, Synthi. Schnell raus. Schnell. So, wie wäre es, wenn wir hier mal reingehen? Was hat der denn drin? Der hat eine Queen Scale, Freunde. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Und dann haben wir hier noch ein Big Bertha Blade. Freunde, was haben die Gefängnisleute für komische Waffen, ey? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, Freunde, also dann gehen wir hier auch mal schnell wieder raus. So, Synthi, weg mit dir. Weg mit dir, Synthi. So, zack. Einmal wieder alles zumachen. Hier hinten vielleicht noch, Freunde. Die müssen noch irgendwelche Sachen haben. Wie wäre es denn hier? Die sieht doch ganz cool aus, diese Zelle hier. Moment mal. So, und ja, Freunde, schaut mal. Das ist doch der Burger, den wir gebraucht haben. Und
der das gehört? Das waren Polizeisirenen. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Schnell, schnell, schnell. Die Polizei kommt gleich. Die Polizei kommt gleich. Freunde, kommt schon. Wir bringen schnell den Burger rein ins Crafting-Rezept. Aber ihr habt's doch gehört. Hier kam gerade wieder Polizeisirenen. Das heißt, die Polizisten werden wohl gemerkt haben, dass ja jemand da ist, der Barry craften möchte. Okay, den Burger machen wir hier rein, Freunde. Jetzt fehlen uns nur noch blaue und rote Wolle. Okay, Freunde, die bekommen wir auch gleich. Aber erst dann müssen wir gucken, ob hier nicht irgendwie Polizisten sind, die uns zerstören wollen, Freunde. Kommt schon, Freunde, wir schauen mal ganz kurz, ob hier... Oh, Freunde, hier sind Polizisten. Nein, 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 Freunde, die Polizisten sind zurück. Wir müssen uns beeilen. Oh Gott, Freunde, haben wir noch Waffen hier? Ja, wir haben noch eine Waffe. Kommt schon, halt noch unsere Schwerter. Wo sind denn die Polizisten, Freunde, hier? Verschwindet! Wir wollen Barry craften. Was wollt ihr denn von mir? Kommt schon, Freunde, kommt, nimm hier was von der Pistole. Boom, 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 boom. Let's go, Freunde. Okay, den ersten haben wir. Aber ihr seht, hier sind einige Polizisten. Och, nein, Freunde, wir sind aufgefallen. Wir sind aufgeflogen. Nehmt das hier, verschwindet. Nein, Freunde, ich bin in einem Loch gefangen. Ich bin in einem Loch gefangen. Schnell weg. Nein, 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 die ganzen Polizisten gehen auf mich. Verschwindet, verschwindet, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, hier, nehmt das hier. Kommt schon, Freunde. Die haben wir, die haben wir. Komm, ja, jetzt mit der Erde und du kriegst... auch nochmal eine auf den Deckel. Und du kriegst auch nochmal eine auf den Deckel, Freunde. So, nimm das hier. Boah, Freunde, und hier sind einfach immer noch mehr. Komm, verschwindet hier. Oh, jawohl, Freunde. Let's go. Und du bist, glaube ich, der Letzte. Nimm das. Oh, na, bin ich wohl stärker als du? Freunde, wir sind stärker als die Polizei erlaubt. Komm, nimm das. Komm, kurz noch einen auf den Deckel. Einen auf die Rübe bekommst du. So, kommt schon, nimm einen auf die... Boah, Freunde. Nein, 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 wo falle ich hier wieder rein? In welches Loch? Komm. So, Freunde, guck mal. Der ist hier im Wasser und kann nicht schwimmen, Freunde. Guck mal, was wir da machen könnten. So, bisschen TNT. Oh, er hat Glück, dass ich keine Schalter mehr habe. So, dann auf Wiedersehen, Polizist. So, Freunde, den nächsten haben wir auch. Okay, wir können uns jetzt auf die Suche machen nach diesen blauen und roten Blöcken. Und, na, Freunde, hier sind noch mehr. Nein, 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 nein. Komm, verschwindet. Oh, guck mal, Freunde, die drücken sich beide gegen die Tür und kommen nicht rein. Oh, seid ihr zu doof dafür? Boom, boom, Freunde, let's go. Die holen wir. Wir sind auf einem richtig guten Weg, aber jetzt müssen wir erstmal verschwinden. So, kommt schon, nehmt das hier, ihr Polizisten. Euch kriegen wir. Let's go. Kommt schon, Freunde, und noch ein Schlag für dich. Und dann war's das mit dir. La, Freunde, coolio. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch diese zwei anderen Blöcke herbekommen. Ich schau mal ganz kurz, Freunde, in der Stadt, bei mir zu Hause, ob wir da wieder irgendwas haben. Aber, Freunde, was war das wieder für ein krasser Fight? Ihr habt es gehört, auf einmal waren Sirenen da und wir wussten, dass die... Oh, Synthi, das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt fliegst du hier einfach runter, mitten in der Stadt. Kommt schon, Freunde, wir müssen uns beeilen. Also, wir brauchen einmal blaue und einmal rote Wolle. Das sollten wir aber auf jeden Fall hinbekommen, oder? Denn, ich sag's mal so, das sind keine schweren Materialien, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe ganz kurz in mein Häuschen zurück und schau mal irgendwie in meinem Dachboden, ob wir da irgendwie sowas haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir daheim angekommen. Die Tür machen wir mal zu und wir gehen mal kurz auf den Dachboden hoch, Freunde. Und boah, hier sind wieder überall Spinnenweben. Komm weg hier mit euch. Ich muss hier echt mal aufräumen, Freunde. Das kann doch nicht sein, dass hier überall so Spinnenweben sind. Aber naja. So, wir brauchen einmal rote Wolle. Ja, Freunde, rote Wolle haben wir schon mal. Schaut es euch an. Das ist das, was wir brauchen. Das ist der Block. Und einmal noch blaue Wolle. Ist hier irgendwas? Ja, Freunde, let's go. Wir haben die letzten Items. Das heißt, wir können uns direkt zurück zum Gefängnis gehen und Barry craften, Freunde. Let's go. Kommt schon, Freunde. Wir müssen unbedingt jetzt Barry craften. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Einmal hier zurückgehen, Freunde. Komm und... Ach, es ist auf jeden Fall wieder ein weites Stück, aber das kriegen wir hin. Und wir haben ja unser Teleportschwert. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Teleportschwert uns platzieren wollen, ja, funktioniert doch nicht so gut, aber immerhin ein bisschen können wir uns damit nach vorne stoßen, auch wenn es jetzt nicht die Welt ist, Freunde, aber wir sind ja jetzt auch schon wieder da und wir müssen uns beeilen, Freunde, ihr seht, die Polizisten sind doch weg, aber ich kann mir vorstellen, dass gleich wieder neue Polizisten kommen. So, okay, Freunde, wir sind wieder im Gefängnis und was war das für ein Abenteuer bislang, Freunde, wir haben einfach das Gefängnis freigesprengt. Oh, wie cool war das denn? So, also, wir sind wieder im Gefängnis und da links ist die Zelle, Freunde. Ach du grüne Neune. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Einmal hier reingehen. So, und da sind wir, Freunde. Let's go. Wir sind wieder in der letzten Zelle. Und jetzt heißt es, die Blöcke reinmachen. Einmal hier rot und hier blau. Und, oh, Freunde, das war falsch rum. Wir müssen das hier andersrum machen. Das heißt, einmal so, hier rot, Freunde. Und wenn ich jetzt den blauen Wollblock platziere, wird es passieren, Freunde. Und wir werden Barry craften. Habt ihr Lust, Freunde? Dann lasst noch einmal einen Like da. 3, 2, 1
Und los geht's, Freunde! Und Freunde, hier ist ja gar nichts passiert, Alter. Ich sehe nichts. Warum ist hier kein Barry gespawnt? Freunde, ich bin selbst Barry geworden. Ich habe Barry gecraftet und habe mich gleichzeitig in ihn verwandelt. Was ist das denn, Freunde? Schaut euch das mal an. Ich bin einfach Barry geworden. Freunde, ich muss mich schnell wieder in Synthi verwandeln. Ich möchte kein Polizist sein und... Hier stinkt's, Freunde. Ich furz die ganze Zeit. Oh, Freunde, ich würde sagen, ich probiere mich jetzt wieder in Synthi zu verwandeln. Ich habe nämlich ein Riesenproblem gerade.